es ist ein bisschen früh über das Millennium zu sprechen vielleicht, aber sag mal, nervt euch das nicht auch schon so? Seit Wochen laufen überall die Leute rum, so, oh, hey, bald ist das Super-Millennium. Oh, hey, die Super-Fete, das wird das beste Millennium jemals. Das ist wie in diesen Gut-Drauf-Werbungen, diese ganzen Ferrero-Küsschen-Wichsern. Oh. Super! Ich bin so genervt von diesem Millennium. Ich hätte gute Lust, auf so eine Millenniumsfete zu gehen und richtig scheiß Stimmung verbreiten. Du kannst ja nicht nichts machen am Millennium. Ha? Gut, du kannst sagen, ich verweigere mich. Ich bleib daheim, mache mit meinen Freunden einfach einen Spieleabend. Aber sag mal, erklär das mal deinen Kindern in 20 Jahren, wenn die fragen so, oder? Vater, du warst dabei. Beim Millennium, das Silvester des Jahrtausends, das muss das beste Silvester gewesen sein, jemals überhaupt. Was hast du da gemacht? Fang den Hut. Du kannst dir natürlich super Stories ausdenken, so, ja, hey, Sohn war super, geile Fete, Silvester, hey, 20 Weiber, 400 Männer, na, ich mein, aber wisst ihr, jetzt geht ja die Welt auch wieder unter am Millennium, auch schön, oder? Wie oft muss eigentlich die Welt noch untergehen, bis sie wirklich mal untergeht? Schon wieder Weltuntergang vorhergesagt.